geklaut. Hier im CCC-Umfeld beschäftigen wir uns ja über die Jahre immer wieder mit ungefähr den gleichen Themen, aber immer wieder aus einer etwas anderen Perspektive oder auf einem etwas höheren Niveau. Und gerade das Thema elektronische Bezahlsysteme bietet sehr viel Potenzial zum Lachen und zum Weinen. In der Vergangenheit gab es zum Beispiel beim 29C3 schon mal einen Vortrag über Mensa-Karten und wie man es schafft, dass da plötzlich Tausende von Euros drauf spawnen. Und vor 2 Jahren gab es beim 34C3 auch den Ladesäulen-Talk und auch der ist thematisch so ein bisschen verwandt mit dem, was ihr jetzt hört. Genau, Janis Streib ist unser Speaker. Er ist Student und erzählt euch jetzt live von der Front, wie das aussieht mit diesen elektronischen Bezahlsystemen. Und deswegen bitte ich euch um einen ganz herzlichen Applaus für Janis und wünsche euch ganz viel Spaß mit ihm. Ja, wer in einer Hochschule studiert oder in einem großen Unternehmen arbeitet, kennt das sicher. Es gibt Automaten und man kann, wenn man Durst oder Hunger hat, sich an solchen Automaten einen mehr oder weniger gesunden Snack oder Getränk kaufen und diesen dann mit dem Studentenausweis oder mit dem Mitarbeiterausweis bezahlen. Diese Systeme begegnen einem häufig dann auch in der Kantine oder in der Mensa oder in der Cafeteria. Und man lädt diese Karten dann an solchen Aufladeterminals wieder auf, also aufwärtern. Manchmal gibt es dann auch noch solche Status-Terminals. Auf solchen Terminals kann man dann sehen, wie viel Geld man auf der Karte hat und was man in letzter Zeit so gebucht hat. Die Architektur bei diesen Systemen sieht häufig irgendwie so aus. Wir haben unsere Vending-Maschinen. In dem Jargon nennt man diese häufig auch Vending Machine Controller. Dieser kommuniziert über MDB, das ist ein serielles Protokoll, mit dem Vending Reader. Dieser Vending Reader wickelt die Bezahlung ab und kommuniziert dabei mit einem Backend über HTTPS, wo dann die Buchungen durchgeführt werden. Also bei diesen cloud-basierten Systemen. So ein Bezahlvorgang sieht dann ungefähr so aus. Man hält die Karte an den Automaten, an den Vending Reader. Der Vending Reader holt Informationen über den Kunden, wie zum Beispiel, was ist der Kartenstand, manchmal auch solche Dinge wie Date of Birth, den Geburtstag, wenn man die alkoholische Getränke verkauft. Der Nutzer wählt dann das Produkt aus, der Preis wird nachgeschlagen und schließlich erfolgt der Verkaufsprozess mit dem Update des Kontostands in der Cloud. Und der Nutzer erhält letztlich das Produkt. Ja, wie bin ich dazu gekommen? Eigentlich sollte ich für solche Waschmaschinenabwärter eine Integration für ein neues Kartensystem bauen. Das ist dieses Gerät, dieses mit dem roten Feld und dem 2-Zeilen-Display unten links. Aber wie das nun so ist als Hacker, wenn man ein unbekanntes Gerät mit Ethernet-Anschluss vor sich liegen hat, man macht erstmal einen Portscan. Und da hatte ich dann schon so eine erste Überraschung erlebt. Da scheint nämlich ein VNC-Server auf den Kisten zu laufen. Das ist offenbar ein Real-VNC. Und wenn wir da mal in der Exploit-DB nachschauen, finden wir unter anderem einen Null-Authentication-Bypass, der womöglich auf die Version passen könnte. Naja, ausprobiert. Zack. Interessant, läuft ein Windows CE drauf. Wir können hier wunderbar an diesem Desktop auch ein wenig explorieren. Es gibt einen vollwertigen Explorer und wir können uns dann mal ein bisschen umschauen. Genauso können wir der Software beim Arbeiten zuschauen. Wir sehen, wie die heißt, offensichtlich CS Core. Naja, somit ergibt sich für unser System folgendes Bild. Wir haben durch Explorieren, habe ich bereits gefunden, sind dann offensichtlich 2 Datenbanken auf diesem Vending Reader. Zum einen die StaticDB für statische Konfigurationen, zum anderen die WorkDB. Da werden wohl temporäre Arbeitsdaten abgespeichert. Diese Datenbanken haben relativ wenig erkennbare Struktur von außen. Es ist also davon auszugehen, dass die irgendeine Form verschlüsselt sind. Und sie lassen sich auch nicht mit irgendeinem gängigen Datenbankbrowser öffnen. Gut, spannend. Meine Neugier war also somit geweckt. Wir haben hier also ein
zusätzlich noch den VNC als Vektor. Und ich habe mich daraufhin weiter beschäftigt, allerdings ausschließlich mit dem Vending Reader, weder mit dem Kartensystem, was dahinter verwendet wird, also was meistens dann MyFair oder Desfire ist, noch mit dem Vending Machine Controller, also dem Getränkeautomaten. Ich habe also begonnen, eine oberflächliche Analyse durchzuführen. Es wäre nämlich eigentlich auch erstmal offensichtlich spannend, was denn auf diesem HTTPS-Kanal so läuft. Klar, einfaches Setup. Wir machen ein Man-in-the-Middle-Gateway. Dahin läuft ein Reverse-Proxy. Wir loggen die Requests mit und schicken die Daten weiter an den Backend-Server. Um ein bisschen zu schauen, was wir da für Anforderungen brauchen, lohnt es sich einmal mit Wireshark mitzuschneiden, was denn überhaupt gesprochen wird. Und wer jetzt schon mit scharfem Auge hinschaut, erkennt, das ist wohl ein SSLv2-Client-Hello. Und wir bekommen außerdem die unterstützte Cypher-Liste, also die unterstützte Liste der kryptografischen Verfahren, die für diesen Handshake benutzt werden können. Wenn man sich die mal nochmal genauer anschaut, dann stellt man auch fest, die sind schon ganz schön antiquiert. Unter anderem finde ich sehr exotisch SSL2 RC4 Export 40 MD5. Das habe ich sonst auch noch nie in freier Wildbahn gesehen. Damit haben wir aber ein kleines Problem für unseren Bittenproxy. Denn es gibt erstaunlich wenige Implementationen, die aktuell noch SSLv2 und RC4 oder Triple Desk können. Und weil ich mir nicht jetzt umständlich ein altes OpenSSL mit sonstigen Paketen zusammenlinken wollte, habe ich mich ein wenig umgeschaut, wie man das dann auch einfach hinkriegen könnte. Und die Lösung war Java 8. Tatsächlich kann man, wenn man in Java 8 lang genug drauftritt, noch SSLv2 Client Hello und RC4 Triple Desk anmachen. Also eigenen Reverse-Proxy geschrieben und ausprobiert. Eigentlich wollte ich in diesem Video einfach nur ausprobieren, funktioniert der Handshake. Wir sehen hier jetzt mein Test-Setup. Mein Laptop dient als Proxy. Und zack, da haben wir schon Requests. Das war so ein bisschen unerwartet, weil ich eigentlich noch nicht das gefälschte Zertifikat auf dem System platziert habe vorhin. Heißt, offensichtlich passiert hier keinerlei Zertifikatsverifizierung. Cool, brauchen wir weniger Arbeit, fette Lücke gefunden. Können wir uns mal die APIs genauer anschauen. Wie man gerade eben schon in dem Video gesehen hat, es gibt zwei API-Endpoints. Der erste API-Endpoint ist die sogenannte Heartbeat-API. Die wird so ziemlich für alles benutzt, was mit der Konfiguration der Vending Reader in Zusammenhang steht. Zum Beispiel stellt sie die Static-DB bereit für die Geräte, also sprich die Konfiguration, und wird im regelmäßigen Intervall und auch beim Start des Vending Readers einmal gepollt. Das Ganze ist eine XML-API und sieht ungefähr so aus. Das ist jetzt ein Request des Vending Readers. Der Vending Reader schickt so ein bisschen Metadaten über sich, was es für ein Gerät ist, und schickt außerdem eine SHA-Prüfsumme an den Server von seiner Static-DB. Ist noch keine Static-DB auf dem Gerät, also ist es ein neues Gerät, frisch aus dem Karton, schickt er einfach eine leere Prüfsumme. Und ich habe mir jetzt den Request eine Weile angeschaut und festgestellt, irgendwie gibt es da nicht so eine richtige Authentifikation. Das Einzige, was sich wohl zwischen verschiedenen Vending-Readern in diesem Request zu unterscheiden scheint, ist diese lustige Plattform-ID. Und irgendwoher kam mir die doch bekannt vor. Ja, richtig. Wird beim Boot angezeigt. Also, cool. Das heißt, über diese Heartbeat-API können wir schon Static-DB beantragen von beliebigen Geräten und wir müssen sie nur rebooten, um an diese ID zu kommen. Praktisch sind zwar noch verschlüsselt, aber vielleicht können wir damit ja später noch was anfangen. Die zweite API, oder nein, erstmal hier die Übersicht. Wir sehen also schon, wir haben diesen Provisionierungspfad gebrochen und offensichtlich auch die komplette Kommunikation im Backend, die kann man komplett abfangen, ohne dass man irgendwie den Vending Reader manipulieren muss. Dann gibt es die zweite API, das ist die APIX.
Ich habe keine Ahnung, für was das X stehen soll. Auf jeden Fall dient diese Schnittstelle zu Interaktion mit den Nutzerkonten. Zum Beispiel werden darüber die ganzen Verkaufsprozesse geregelt. Da gibt es drei Stück. Das erste ist Vend, also ich kaufe etwas. Das zweite ist Negative Vend, also ein negativer Kauf. Das wird verwendet, wenn man zum Beispiel Pfandflaschen an einem Pfandflaschenautomaten zurückgibt. Und dann gibt es Revalue, das ist tatsächlich das Aufladen der Karte an einem Terminal gegen Bargeld oder gegen andere Bezahlungsmittel. Und da ist tatsächlich eine Authentifikation drin. Diese wird aus der StatDB gelesen und ist tatsächlich pro Gerät verschieden. Des Weiteren dient es auch zur Interaktion mit dem Kontoverlauf. So kann man zum Beispiel darüber den Kontoverlauf des Nutzers abrufen. Interessanterweise wird auch der Kontoverlauf angelegt darüber, allerdings über einen separaten Request. Das bedeutet, wenn eine normale Zahlung erfolgt, passiert erstmal kein Eintrag in der Kontohistorie. Das passiert in einem separaten Request und muss nicht zwangsläufig was mit der Zahlung zu tun haben, wie sich später herausgestellt hat. Außerdem für die Freunde der obskuren API-Interfaces handelt es sich um eine CSV-API. Also sprich, da werden komma-separierte Werte geschickt, die sich pro Anfangswert in der Länge unterscheiden dann und im Format. Mit den Informationen, die wir nun haben, also sprich, da wir aus Man-in-the-Middle-Angriff auch die Authentifikation haben können, können wir nun einfach mit meinem Laptop ein Revalue ausführen. Man sieht, zack, 100 Euro mehr auf dem Konto, problemlos, auch ohne dass der Nutzer irgendetwas tun musste. Ich musste nur einmal die Karten-ID herausfinden oder die Wallet-ID und kann dann mit einem API-Token frei Buchungen durchführen. Praktisch. Hier sieht man einmal einen Auszug aus dem Administrationsinterface, was die Administratoren des Systems, also der Betreiber des Systems, sehen kann. Das ist jetzt aus einem anderen Zeitpunkt des Kontos, also nicht das eben von der Buchung, sondern es ist jetzt ein anderer Zeitpunkt. Wir sehen unten in der Mitte, ganz unten links, sehen wir den Kontostand, das sind hier 722,76. Und oben sehen wir die Kontohistorie mit einer Wertstellung vom 13.06.2020 und es wurde irgendwie ein Betrag von 2.000 Euro gebucht. Das ist ein nettes Beispiel, wo man sieht, dass offensichtlich die Kontohistorie in keinerlei Verbindung mit tatsächlich dem gebuchten Kontowert steht. Also sprich, man könnte zum Beispiel, wer jetzt Böses im Kopf hat, arbiträre Buchungen einfach in der History verstecken. Gut, nun wäre es eigentlich irgendwie noch spannend, wenn man versteht, wie diese Datenbanken funktionieren. Denn noch ist es uns nur möglich, Angriffe zu fahren, wenn wir ursprünglich ein Geheimnis, also die Authentifikation gegen die API, durch einen Man-in-the-Middle-Angriff und durch Zugang zu einem solchen Vending-Reader erschnüffelt haben. Dazu muss man jetzt quasi diese Software ein bisschen tiefer analysieren und mal mit einem beliebigen Reverse-Engineer-Tool genauer anschauen. Dabei hat man ein bisschen das Problem, dass das Ganze eine Windows PE CE6 ARM-Executable ist. Das ist ein sehr exotisches Format, zu dem es quasi keine Debugger gibt und auch nur relativ wenige Disassembler können das korrekt darstellen. IDA kann das. Aber ich muss mich wohl vorerst mit einer statischen Analyse zufrieden geben. Also ich kann nicht beobachten, wie die Datenbank entschlüsselt wird, sondern ich kann nur anschauen oder versuchen zu identifizieren, wie das funktioniert. Dazu gibt es nun ein sehr praktisches Tool, das nennt sich FindCrypt. Das habe ich einfach mal auf die Binary geworfen. Das FindCrypt sucht in Binaries nach Spuren von bestimmten Verschlüsselungsverfahren. Zum Beispiel sucht es hauptsächlich nach Konstanten, die ganz gern benutzt werden von verschiedenen Verschlüsselungsverfahren. In dem Fall haben wir eine S-Box und eine inverse S-Box gefunden. Das deutet doch sehr stark hin, dass hier wohl ein AES verwendet wird. Und wenn man jetzt schaut, wo diese Werte benutzt werden, wenn man auch schaut, wo diese Werte benutzt werden, kann man dann herausfinden, wo
wo diese Verschlüsselung stattfindet. Allerdings sollten wir dazu etwas verstehen, wie AES funktioniert. Dazu ein kurzer Disclaimer. Auch wenn AES relativ einfach aussieht und es jetzt mal so vielleicht auch ganz lustig wäre, das zu bauen, es ist eher eine schlechte Idee, das in Production Code einzusetzen. Nur so ein Hinweis. Aber AES ist prinzipiell relativ einfach. Das ist jetzt natürlich eine starke Vereinfachung. Aber vom Prinzip besteht AES nur daraus, dass wir unseren Key nehmen, daraus sehr viele Keys machen und diesen in mehreren Runden auf unseren zu verschlüsselten Block XORen und zwischendurch immer wieder mal diese linearen Transformationen durchführen, also Subbytes, Shift-Rows und Mix-Columns. Das sorgt da ein bisschen für Diffusion da drin. In der letzten Runde lassen wir eines dieser Diffusionsschritte weg und haben am Ende unsere 128-Bit verschlüsselte Daten. Wir haben jetzt unsere Verschlüsselungsfunktion identifiziert. Wir können auch anhand der Operationen ungefähr erkennen, dass es vermutlich auch AES-Verschlüsselung ist. Das sieht sehr nach aus nach Advanced Key und entsprechend diesen Transformationen. Und können nun ein wenig Monkey-Patchen und können versuchen, den Key zu extrahieren. Praktischerweise gibt es in dieser Software eine Log-Funktion, die auch Hex dumpen kann. Und das ist ziemlich cool, denn damit können wir, sobald wir einen Key, den Key identifiziert haben, diesen entsprechenden Register Hex dumpen und kriegen dann sauber im Log-File einen schön formatierten Key. Das hat auch wunderbar funktioniert. Hier unten in der letzten Zeile sieht man dann den extrahierten Schlüssel. Nur irgendwie hat der nie funktioniert. Egal welche IS-Implementation, Standardimplementation ich benutzt habe, egal welche Varianten ich eingesetzt habe, ich habe es irgendwie nie geschafft, irgendwas Sinnvolles aus dieser StaticDB rauszufinden. Irgendwie doof. An dieser Stelle habe ich quasi aufgegeben und gedacht, okay, das war's damit. Ich werde es wohl nicht rausfinden, wie diese Verschlüsselung funktioniert. Doch dann kam irgendwann mal, habe ich irgendwann mal mit einem Admin des Systems gesprochen. Und der hat dann irgendwas am Rande erwähnt, von wegen, wir haben da so ein Entschlüsselungstool, damit können wir alle Datenbanken von allen Geräten öffnen, auch von den alten, funktioniert super. Da wurde ich dann ein wenig hellhörig. Es hört sich nämlich ein bisschen so an, als ob da irgendwie überall dieselben Keys benutzt werden. Naja, gut, schauen wir mal. Wir haben jetzt aber praktischerweise auch dieses Tool und dieses Tool, das können wir jetzt debuggen, weil das ist x86, das ist eine halbwegs verbreitete Architektur auf einem halbwegs verbreiteten Betriebssystem. Da können wir mit dem IDA-Debugger reingehen. Nun gut, schrittweise gehen wir jetzt einfach mal durch, was hier kaputt sein könnte. Als erstes schauen wir uns die Key-Expansion an. Das ist jener Schritt, der aus dem einen 256-Bit-Keys ganz viele Keys macht. Und dort habe ich einmal beobachtet, wie diese Expansion funktioniert. Was wir jetzt gleich sehen, ist ein Video aus IDA, in dem ich einmal mir diese Variable anschaue, in dem der Expanded Key gespeichert wird und jede Runde der Expansion-Skript einmal durchsteppe. Und dort sollten wir eigentlich sehen, wie es diese Variable füllt. Schauen wir uns das mal an. Und man sieht auch, das ist ein relativ großes Feld an Zahlen, die da gefüllt werden und sehen so, ja, füllt so langsam, geht voran. Jetzt fängt er aber wieder von vorne an. Komisch. Das geht eine Weile so, bis er fertig ist. Und dann steht er am Ende, ein paar Variablen, ein paar Daten da und ganz viele Nullen. Das heißt, irgendwie unsere Key Expansion macht irgendwie was anderes wie die anderen Key, wie die übliche Key Expansion. Wir bekommen aus einem Key einen anderen Key und ganz viele Nullen. Wenn man das jetzt wieder in unsere Grafik von vorhin einsetzt, also wir nehmen die ganzen Nullen und den Key 1, dann zerfällt dieser ganze Prozess ein bisschen. Diese XORs kürzen sich weg, weil XOR mit 0 tut ja nichts. Und wir bleiben irgendwie darauf liegen. Das ist prinzipiell dann nur noch eine einfache XOR-Verschlüsselung mit einem festen Schlüssel, wo man noch ein bisschen drin rumgerührt hat mit reversiblen, linearen Transformationen. Cool. Mit diesem Wissen können wir nun also aus einem bekannten Block in der Datenbank, zum Beispiel SQLite
Von dem wissen wir, dass dort relativ viele Null-Padding-Blöcke drin sind. Das heißt, wir suchen uns eine dieser Null-Padding-Blöcke, machen einmal XOR plus etwas lineare Transformationen und finden damit den Schlüssel raus. Praktisch. Nun können wir also über die Heartbeat-API mit bekannter Board-ID uns frei Haus eine Datenbank besorgen. Das braucht meistens einen kleinen Moment. Entschlüsseln und öffnen. Also sprich, wir haben jetzt frei Haus all unsere Config, die wir brauchen. Wir müssen jetzt nicht mal mehr Mende mitteln, um an Authentifikationsdaten zu kommen. Ja, sehr praktisch. Also gut, es ist so ziemlich alles kaputt, was ich mir angeschaut habe. Also, tja, dachte ich, wäre fertig. Ich gehe zu dem Admin hin, zeigt ihm das alles und dann meinte er irgendwann, hey, wir haben eine neue Version, probier die doch mal aus. Hat drückt mir einen USB-Stick in die Hand, meint so, ja, einfach reinstecken, müsste automatisch funktionieren. Dann wurde ich wieder stutzig. Wie werden denn hier die Updates verteilt? Interessant. Offensichtlich also über USB-Stick. Diese Vending Reader haben auf der Rückseite einen USB-Port. Und da kann man einen USB-Stick einstecken. Ich habe das eine Weile angeschaut und herausgefunden, okay, man kann da einen XML-File drauflegen, eine sogenannte cmd.xml. Und wenn man da eine Weile auch wieder in IDA sucht, findet man einen ziemlich großen Parser. Und da gibt es dann so spannende Kommandos wie copy-file oder execute-file. Und die cmd.xml ist auch nicht signiert in irgendeiner Form. Also wir können die Integrität dieser Datei wird nicht wirklich überprüft. Das heißt, ich konnte mir so eine kleine cmd.xml erzeugen, die auf einen USB-Stick packen. Das ist jetzt einmal auf der Rückseite des Vending-Readers angeschlossen. Das braucht einen Moment, bis das ausführt. Und wenn wir den USB-Stick wieder anschließen, haben wir uns einmal ein paar nützliche Daten kopiert. Also von dem USB-Stick befindet sich die CS-Core-Exe, unsere Datenbanken und somit auch alle Geheimnisse. Ganz nebenbei können wir auch beliebig Code ausführen. Recht praktisch. Spannender wird es dann noch, wenn man sieht, wie die Vorversion aussieht. Wenn man da genauer hinsieht, erkennt man, da ist ein netter USB-Port vorne dran. Das hat man wohl bei der alten, das hat man wohl irgendwann mal behoben. Aber diese Version hing bei uns jahrelang rum und läuft größtenteils mit derselben Software. Also, beunruhigend, kann man sagen. Gut, ich bin ein bisschen, ich habe jetzt noch ein wenig Zeit, das heißt, ich kann hier noch einmal etwas durchgehen, wie man ein bisschen mit dieser Analyse gemacht hat. Bei der Analyse hat natürlich sehr geholfen, dass diese CS-Core-Exe sehr ausführliche Logdateien schreibt. Das ist sehr hilfreich, hier sind sogar Funktionsnamen drin und dadurch war es sehr einfach, Funktionen zu identifizieren nachher in der Analyse. Und diese Strings, die können wir nämlich suchen in der Binary und dann wiederum auflösen, wo diese verwendet würden. Auf die Art und Weise können wir entsprechend die Funktion identifizieren. So sieht dann so ein Parser aus, wenn man dann mal Funktionen findet. Entschuldigung, genau. Jetzt hatte ich doch auch ein kleines Problem beim Reverse-Engineeren, nämlich beim Monkey-Patchen, beim Herausfinden des Keys. Hat sich herausgestellt, dass sich die Software da so ein bisschen gegen wehrt. Sie sagt nämlich, FS ist access safe, failed. Interessant, ist access safe, kommt okay, offensichtlich prüft irgendwie diese Binary sich selber. Scheint wohl irgendwie CRC zu sein, weil man sieht da vorne CRC init. Aber Moment, CRC, das kommt mir irgendwie auch komisch vor, das dient ja eigentlich
eher zur Erkennung von Bitfehlern. Hier wird es aber vermutlich als Integritätscheck benutzt. Also ist Access safe, hört sich schon so ein bisschen so an. Das ist in mehrerlei Hinsicht komisch, denn das Ganze lässt sich durch einen relativ einfachen Patch aushebeln. Also man kann einfach sagen, der Check returnt immer, passt alles, ist korrekt. Oder man kann einfach, die Summe ist ja praktischerweise gegeben, die die Binary haben möchte, man kann einfach ausrechnen, was man da für eine Summe hat, braucht und so lange einfach an sein Binary das so verändern, dass es wieder passt. Und noch viel einfacher, der Pfad dieser Binary ist hardcoded. Das heißt, wenn wir einfach an den richtigen Ort die richtige Datei legen und irgendwo anders unsere gefakte Binary ausführen, dann funktioniert das auch wunderbar. Ja. Gut. Das wäre es soweit bei mir. Ich glaube, wir haben da noch etwas Fragen für QA. Wir sehen hier noch mal etwas als Übersicht die gefundenen Lücken. Und nun ja, freue ich mich auf eure Fragen und bedanke mich, dass ihr hier trotz der Wärme hier im Zelt die paar Minuten mit mir verbracht habt. Ja, vielen herzlichen Dank, Janis, für diesen sehr aufschlussreichen und augenöffnenden und amüsanten Talk. Wir haben jetzt noch einiges an Zeit für Fragen, also bestimmt eine Viertelstunde. Wenn ihr Fragen habt, dann kommt gerne hier zu unseren beiden lebenden Mikrofonständern, die jetzt Mikrofone hochhalten. Also wenn ihr was fragen wollt, wie ihr eure Getränkeautomaten hacken könnt oder zu anderen speziellen Themen, dann kommt gerne zu den beiden und stellt Fragen. Seid nicht schüchtern. Sehr gut. Ein Applaus für den ersten Frager. Bitteschön, du hast das Wort. Was denkst du, wie man das am besten nutzen könnte, um wirklich, ich sag mal, gratis einzukaufen? Ja. Also um wirklich gratis einzukaufen. Also man kann sich natürlich verschiedene Angriffsszenarien an der Stelle vorstellen. Also zum Beispiel, man schaut sich an, welche Nutzer gibt es im System. Man geht einmal man brute-forced sich ein paar IDs zusammen, erzeugt bei anderen Leuten, sagen wir mal, 1-Cent-Buchungen. Gerade bei so größeren Setups sind ja ganz gern mal 20.000 Karten unterwegs. Bucht den allen vielleicht 1 Cent ab, das merkt niemand und bucht sich selbst die Differenz auf. Das ist zum Beispiel möglich, sobald man irgendwie eines dieser Geheimnisse in die Finger bekommen hat. Ansonsten gibt es auch verschiedene Varianten, das zu verschleiern. Es kann natürlich immer sein, dass es dann auffällt, wenn irgendwo Geld auftaucht, also im Gesamtsystem. Deswegen, aber man kann ja auch fremd buchen, weil der Nutzer muss ja nichts authentifizieren beim Kauf. Vielen herzlichen Dank. Bitte die zweite Frage von dem Mikrofon hier vorne. Moin, moin. Erstmal vielen Dank für den Talk. Du hast jetzt ja praktisch viel mit Man in the Middle gemacht, das heißt, du hast im Netzwerk gehangen, wobei es auch eine externe IP gab in einem deiner Slides. Ich glaube, beim Nmap-Scan hast du es rausgelassen, aber an einer anderen Stelle war nochmal sichtbar. Was mich interessiert ist, von dem Transport von den Daten her, hast du getestet anhand der Daten, die von der Karte selber kommen, ob du damit im Backend irgendwas machen kannst? Sprich, wurde jetzt von der Karte selber bloß eine ID übertragen? Ich habe den Anfang des Talks nicht ganz mitbekommen, ich bin ein bisschen später gekommen. Oder konntest du auch weitere Daten damit einschleusen? Also der Kartenleser ist als USB-Tastatur angeschlossen, also sprich, da kommt nur der gewünschte Sektor, den man dann entsprechend in diesem Kartenleser eingestellt hat, eingegeben. Das kann je nach Setup alles Mögliche sein. Zum Beispiel eine der verschlüsselten Blöcke auf der Karte kann der Inhalt übergeben werden und dann wird diese ID quasi nur benutzt, um den Nutzer aufzulösen. Also über die Karte selber lässt sich da relativ wenig nur noch machen, weil das ist dann... Ja, alles der Rest ist dann Cloud-basiert dahinter. Okay, also der nutzt generell auch bloß die ID von der Karte, 125 Kilohertz irgendwas oder 13.57. Ja, genau. Oder irgendwie den Inhalt eines Blockes. Das kann man entsprechend einstellen, dann weiter vorne im Kartenleser. Okay, aber du hast dann nicht getestet. Ich meine, wenn du halt innerhalb der Blöcke davon halt eben auch Daten genutzt werden, zum Beispiel eben bei einer etwas komplexeren Karte, die halt keine reine ID-Karte ist, ob davon Daten dann ebenfalls ans Backend weitergegeben werden? Soweit ich beobachtet habe, nein. Alles klar, danke.
Vielen herzlichen Dank. Haben wir sonst noch Fragen aus dem Internet oder aus dem Zelt? Sieht so aus, als wären alle Fragen abschließend beantwortet worden. Dann danke ich noch einmal ganz herzlich Jannis für den interessanten Talk. Vielen herzlichen Dank. Ich bitte euch noch einmal um einen herzlichen Applaus für Jannis. Vielen Dank auch an unsere ganzen Technikengel und vor allem an unsere Translation-Engel, die hier bei der Hitze im kochenden Zelt weiterarbeiten, damit alle Leute vorstehen.